die überall nur Openings. Opening, Opening, Opening. Opening von dem neuen Set. Da können wir echt nicht mithalten. Oida, was geht ab Leute, TBT hier. Gerade sind meine Cases angekommen von The Dark Illusion. Donnerstag, Erscheinungstag. Ich werde kein Opening dazu machen. Ihr wisst, wir sind nicht so dafür bekannt, dass wir krasse Openings machen. Und vor allem nicht, wenn ich alleine bin. Deswegen werde ich die jetzt gechillt auch machen. Und dann zeige ich euch mal ungefähr so alle Secret oder so, falls euch das interessiert. Schauen wir mal, was halt alles da drin war und dann schauen wir mal weiter. Secret Rares vom ersten Case. Oben links erstes Display. Nicht so gut. Dann runter zweites Display. Ziemlich gut. Pot. Und Koralldrache. Drittes Display. Hidden City und Koralldrache. Viertes. Zyklon. Fünftes nochmal Zyklon. Sechstes Display. Wieder Pot und Koralldrache. Also hier sieht man schon mal ein Muster, dass die immer gleich sind. Und siebtes. Wieder Pot. Schon mal drei Pot, nicht schlecht. Hier seht ihr noch den vierten. 8, 9, 10, 11, 12. Also da hatte ich nur eine Secret Rare drin. Echt traurig. Passiert manchmal, also es ist nicht garantiert zwei Secret Rares drin. Wenigstens war es der Pot. Kann man nicht, sich nicht beschweren. Nochmal ein kleiner Überblick. Das war Case Nummer 1. Dann zeige ich euch jetzt noch Case Nummer 2. Wobei das auf jeden Fall viel schlechter war. Kommen wir zum zweiten Case. Ihr seht, da hatte ich sogar viermal nur eine Secret Rare drin. Also, wobei hier bei den zwei Pots, da und da, habe ich nicht weit aufgemacht, da hatte ich nur Pot gezogen und das war's. Kein Bock mehr auf den Rest. Dann da wo Zyklon und da wo diese Falle ist, da hatte ich wieder nur eine Secret Rare drin, also drei Displays, wo nur eine Secret Rare drin ist, anstatt zwei, echt traurig. Schauen wir uns mal wieder an. Erstes Display. Zweites. Drittes, ein Pot, das war's, mehr brauche ich nicht. Viertes. Fünftes. Sechstes. Wie ihr hier sehen könnt, wieder dasselbe System, also waren im selben drin. 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Leute, zwei Cases. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein paar Sachen ausprobiert, ein paar kreative Sachen. Mal ein bisschen B-Footage gedreht. Schauen wir mal, wie das ankommt. Falls ihr normale Openings sehen wollt, ihr habt es gesehen, die anderen haben echt viele, alle Openings gedreht. Deswegen haben wir, ich mal was anderes probiert. Ihr habt es gesehen, war durchschnittlich, würde ich sagen. Nichts Besonderes von den Secret Rares, außer abgesehen, dass ich ein bisschen leiden musste, weil mehrere von den Displays nur eine Secret Rare hatten. Ultra Rares habe ich von jedem genug gezogen, also in zwei Cases zieht man von jeder Ultra Rare so 6 plus, also aufsteigend. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, leidet nicht. Hey, was geht ab Leute, Team Bubble Tier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.